Was wollte ich jetzt machen? Ach, hier, Champignons checken. Champignons checken. Jetzt habe ich Bock auf Pilze. Nee, aber tatsächlich, ich gönne mir nachher noch ein Eis. Ein Pilzeis. Ja, stell den Zauber her. Ich kann es machen. Bin ich dann ein echter Zauberer? Oh Leute, ich muss mich echt mal umziehen. Ne? Das sieht voll hässlich aus. Ich muss das Outfit mal umziehen. Ich finde das echt gruselig. Guck mal meine Haare, Toda. Geile Haare. Guck mal, guck mal. Was ist das? Das ist ein Tier. Da ist irgendwas in meinen Haaren versteckt. Das ist doch nicht normal. Ich sag doch, ich muss mein Outfit ändern. Das ist ja gruselig, ey. Du musst nicht dein Outfit ändern, du musst deine Haare schneiden lassen. Ja, generell auch die Kleidung. Also, Alter, bitte, guck mal hier. Mein Pony ist schon so extrem geworden. Er bewegt sich von vorne nach hinten. Das ist einfach nur gruselig. Die kleine geile Giraffe auf Twitch hat Spaß mit euch. Die kleine geile Giraffe auf Twitch hat Spaß mit euch. So, ich habe den Zauber hergestellt. Bringe Merlin das Ergebnis deiner Arbeit. Was, die Haare oder was? Warte mal. Ich sammle mal Dreamlight. Ich könnte mich ja langsam wirklich mal umziehen. Ich meine, ich habe jetzt genügend Sachen gesammelt, um auch mal wieder was Neues anzuziehen. Ne? Alles. So. Wie wäre es zum Beispiel mal mit... Ja, ganz unten sind die neuen Sachen, ne? Warte, ich gehe mal ganz kurz ganz nach unten, um zu gucken, was da noch so alles... Luna Dragon, dankeschön für den Follow. Ich bin ja auch ein Möchtegern-Goofy. Tode, du bist ein Möchtegern-Goofy? So heiße ich auf deinem Discord jedenfalls. Möchtegern-Goofy. Oh, die dornige Hose. Oh, die ziehe ich an. Oh, guck mal. Und dazu das. Oh, aber der Prinz ist halt irgendwie auch stylisch, ne? Die Jacke. Genau. Oh ja, die Hose mit der Jacke. Das passt. Dann noch die Stiefel dazu. Alter. Ach, die habe ich ja eh schon an. Jetzt ziehen wir nochmal aus, weil ich die schon an hatte. Das ist die Anhatte-Way. Oh Gott. Das war sogar für mich zu schlecht. Die Haare müssen auf jeden Fall geändert werden. Ist klar. Warte, Frisur. Welche nehme ich denn da? Oh, Jakob. Heute sind wir mal so drauf. Heute sind wir mal so drauf. Aber dann ohne Ohrringe und ohne Dings, ohne Brille. Die muss weg. Und die Ohrringe auch. So. Guck mal hier. Richtig, richtig stylischer Dude, Alter. Oh, Alter, die sieht aus wie ein Fortnite-Kämpfer. Find's nicht? Oder? Ich sehe aus wie ein Fortnite-Charakter. Ja, auch nur mit der Spitzhacke, weißt du? Oh Mann. Dark Ice Tira. Habe ich das richtig ausgesprochen? Auf jeden Fall. Hallo an dich. Woher die Klamotten von Toy Story? Teilweise sind sie vom Vorbestellerbonus. Also wenn du jetzt im Early Access das größte Paket holst, dann hast du tatsächlich halt eben auch ein paar kosmetische Sachen halt dazu. Aber zum Beispiel die Jacke, die sind tatsächlich vom Pixar Event. Das ist das, was du ja die ganze Zeit mit Aufgaben dann halt im Spiel freischalten kannst. Jacke ist da halt zumindest vorher. Oh, Hallöchen, du kommst richtig, ein bisschen prächtig, Toffi. Ja, mein Aussehen, ne, finde ich auch. Du hast die Verzauberung mit großem Erfolg durchgeführt. Nun, dann warte nicht hier. Probiere sie an einigen dieser schrecklichen Pilze aus. Oh ja, bitte, ich will sie endlich wegkriegen. Ich lüpfe meinen Hut. Ich lüpfe meinen Hut. So, ich probiere es jetzt. Oh, Gott, endlich. Und dafür gibt es richtig fett Champignons. Sprich mit Merlin. Der ist doch schon wieder weggelaufen. Wo ist er denn jetzt? Renn halt nicht weg, Merlin. Bin für heute jetzt raus. Zocke noch ein bisschen, paar Minuten Wildflowers. Danke, Toffin. Euch noch einen schönen Stream und Abend. Da bist du ja. Haha.
Dark Eistira, dankeschön für den Follow und gute Nacht an Guelph. Was machen wir mit diesen Motiven? Das habe ich bis jetzt auch noch nicht rausgefunden. Das muss ich auch noch mal gucken. Toffi, ich bin sehr stolz auf dich, weißt du? Du hast die Verzauberung entschlüsselt und Magie erschaffen. Als Zeichen dafür, dass du nun ein echter Zauberer bist. Ist hier dein eigener Zauberhut? Ja! Ich krieg einen Hut! Oh, aber ich hab gerade noch so meine... Ich hab gerade meine Haare gemacht, Leute. Oh Gott. Alter, ich bin echt so ein Held, ne? Möchte gerne. Ich bin wirklich so ein Held, du. Das gibt's gar nicht. Wo ist eigentlich Donald? Achso, ich wollte es gerade sagen. Ist er noch bei mir? Wir gehen jetzt nochmal Knoblauch suchen, Donald. Komm. Ich stell mir vor, wie du. Habe ich jetzt mit Merlin alle Quests abgeschlossen? Ich glaube schon, ne? Charaktere? Merlin? Ja, stimmt. Wir haben ja auch das letzte Item gekriegt. Stimmt. Also, Merlin ist jetzt der erste Charakter, den ich 100% habe. Bis das Spiel rauskommt. Blue Rain. Damit kannst du eigene Kleidung erstellen. Ach so, mit den Motiven. Die kann ich auf die Klamotten draufklatschen. Ach, das ist ja cool. Das muss ich unbedingt auch nochmal machen. Okay, wir gehen gleich Knoblauch riechen, Leute. Aber erstmal ganz kurz gießen. So, genau. Knoblauch. Wie viel brauche ich noch? 11, glaube ich, ne? Muss ich noch verkaufen. 11. Nee, 9. Nur 9. 9 müssen wir noch finden. Knoblauch. Weißt du was? Was? Weißt du, was 9 auf Französisch heißt? Warte mal. Ich weiß es nur, weil ich mal Französisch hatte. Und, ja. Ich bin erkältet. Okay. Kann sein. Oh, keine Ahnung. So lange her, dass ich Französisch hatte. Was heißt es? Es heißt Neuf. 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 N-E-U-F, glaube ich. Neuf. So, 2 haben wir schon, 7 noch. Den heißt die. Dies. Nee, dies. Dies. Nee, Kartons. Dies. Die. Nee, ich glaube, Kartons ja. Gibt's doch auch irgendwie, oder? Sowas, ne? Karton? Karton? Karton. Es ist aber Karton. Das, was man im Deutschen heißt, das ist Kiste. Le Karton. Le Karton. Le Carton à la main de Jemont. Varatré, Roger Bevurba, Sirabesh Mirel Bala. Je ne parle pas français? Ja, comme si, comme ça. Je ne parle pas français. Merci. Beaucoup. Okay. Tu t'appelles comment? Baguette, croissant. J'ai. Oui, oui. Ja, muy bien. Oh, oui. J'ai adoré à la Disney Dreamland Valley. Oui. Voulez-vous coucher avec moi? Et toi? Ce soir. Ja. Gut. Ich meine, selbstverständlich. Sie. Oui. Mais bien ist aber was anderes. Ja, eben, das war doch der Witz. Nächstes Mal dann Japanisch, bitte. Arigato. Arigato gozaimasu. Mushi mushi. Oni-chan. Mushi mushi. Okay. Kopf jetzt mit Oni-chan. Das würde das passen. Das erste Mal in, seit Ewigkeiten habe ich Französisch geredet. Du hast nicht Französisch geredet. Doch. Es war Croissant und Baguette waren auf jeden Fall Französisch, das weiß ich. Du hast nicht auf meine Fragen geantwortet. Ich habe dich zwei. Weil ich kenne auch noch was anderes auf Französisch. Warte. Eau de Toilette. Eau de parfum. Ich hab nichts mehr. Jamais de JRPG. Jamais kenne ich. Das ist eine Soße. Bechamel Soße. Bonjour à la Fartingwald. Bonjour. Oh, monsieur. Fartingwald ist da. Bonsoir. Bonjour, monsieur Fartingwald.
Toffee are not speaking in English. Was? Okay, jetzt fehlen noch 4 Knoblauch. So, Leute, und eine Quest ist auch extrem scheiße, das mit dem Wolfsbarsch. Normaler Barsch bringt nichts, das habe ich schon gecheckt. Ich muss mal gucken, welcher Barsch da funktioniert. Und Remy, das muss ich halt irgendwo offscreen machen. Wir könnten Aquamarin machen, das können wir hier mal gucken, ob wir hier welchen finden. Aqua in der Marine. Cineplay à la Irrenhaus. Cineplay. Aus welchem Irrenhaus seid ihr eigentlich gekommen? Cineplay? Aus welchem Irrenhaus? Das hier um die Ecke. Queens. Queens. Das ist irgendwo New York. New York. Oder das ist die Königin. Ach Gott, das ganze französische Knowledge kommt alles in mein Gehirn ganz. Knowledge vor allen Dingen. Ja, ich hatte 3 Jahre lang Französisch. Oder 4 Jahre. Ja, 4 Jahre. Das müsste Aqua sein, ne? Yes! Noch 2. Warte mal, können wir nicht auch Englisch sprechen? Garnele. Komm. A la Garnele heißt das. Garnele. A la Garnele. Garnele, Leute. Garnele on la baguette. Garnele on la bec. On la baguette. On la baguette. Dies. Dies. Dies sur de mer Wasser. Fromage de. Fromage ist Käse, das weiß ich. Ja, ja, das weiß ich. Garnele mit Frise. Wir auf Französisch war, das muss ich noch tun. Was, wie? Wir Französisch. Wir auf Französisch. Nous, des le play de la French. Nee, French, was heißt das auf Englisch? Französisch. Was heißt French auf Englisch? Was heißt Französisch auf Französisch? Français? Français, à la Français on la stream. With the knowledge of the of the baguette with the fromage. We have definitely not alle on the latten, on the zone. Also ich muss was nachgucken. Kommen alle wu. Zur Frage. Alle Wu. Okay, da ist schon alles drin. Okay, ich kann ein paar Sachen verkaufen. Was heißt mit? Warte. Mit. Baguette avec, avec, natürlich. Avec fromage. On la Pisquine. Was? Pisquine? Weißt du, was Pisquine ist? Nee. Schwimmhalle. On the Schwimmhalle? Müsste sein, Schwimmhalle müsste Piskin sein. Piskin. Wenn ich mal kurz, ich kann mal kurz mich nachhören, es müsste Piskin sein. Ja, Piskin, Schwimmhalle. Das weiß ich noch. Da ist dein Baguette mit Käse. Okay. Ja, und Schwimmhalle. Halt ein paar Sachen bleiben halt im Kopf hängen und das ist Schwimmhalle, Piskin. Weil. Biskuit kenne ich. Biskuit ist irgendwie sowas, was man über Kuchen und sowas hat, ne? Es gibt sogar eine Eselsbrücke. Oh, warte. Darf ich sie dir erzählen? Ja. Nimm von Piskin mal das C weg und dann hast du die Eselsbrücke für Piskin. Hä? Was? Ich soll von was? Von Piskin? Soll ich was wegnehmen? Von Piskin. Nimm mal das C weg und sprich mal aus. Piss hin, ja. Und piss hin. Schwimm mal der Piss. Ach so. Das ist eklig. Bah! Das ist aber eine eklige Eselsbrücke. Ja, was funktioniert? Okay, genau. Was hast du noch geschrieben, Lau? Ich habe das Gefühl, die letzten Streams mit heute sind sehr anders. Hä? Mit heute? Piskin. Gut. Ich glaube, wir haben einfach zu lange gestreamt. Das ist immer das Problem. Wenn ich lange streame, jetzt sind es 3 Stunden, das ist jetzt nicht lange, aber bei mir ist es halt meistens so, je länger ich streame, umso dümmer werde ich einfach. Das ist wirklich so. Aber das wisst ihr ja mittlerweile, das ist ja nichts Neues. Wir haben Olafs Kopf noch nicht. Ich habe es falsch geschrieben auch. Oh Gott, das ist echt peinlich.
Oh Gott, ich hab Piesigne. Piesigne. Insigne, wie aus Sunshine, da kannst du auch merken. Piesigne ist Schwimmhalle und in Sunshine ist sehr viel Wasser. Ich sag mir für heute gute Nacht, euch noch einen wunderschönen Stream. Maya, danke, dass du da warst. Ciao. Gute Nacht, Maya. Der aktuelle Stream, Toffee. Ja, gut, aber der, ja, das stimmt. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute irgendwie ein bisschen Dodo war. Aber das liegt auch daran, dass eventuell bald eine große Veränderung bei mir ansteht. Darüber kann ich euch noch nichts sagen, aber ich bin gespannt drauf, ob das bald passiert. Jetzt habe ich euch gespoilert. Nee, beziehungsweise heiß drauf gemacht auf die Informationen, ne? Ich kann euch hoffentlich irgendwann mal was darüber sagen, aber aktuell kann ich euch noch nichts darüber sagen. Aber wenn ich euch was darüber sagen kann, ist es eine schöne Sache auf jeden Fall. Nein, es ist nicht Nachwuchs. Nein. Ich dachte, du wirst nochmal schwanger. Nein, ich bin nicht nochmal schwanger, nein. Ja, nochmal. Es hat nichts mit Nachwuchs. Es hat nichts mit Familienzuwachs oder sowas in der Art zu tun. Ich dachte. Und auch keine Heirat oder sonst irgendwas. Nein, alles gut. Ja, da bin ich gespannt, wenn du was darüber sagen kannst irgendwann. Ja. Das wird etwas interessant für dich. Aber noch kann ich nichts dazu sagen. So, ich wollte noch was anpflanzen, ne? Hab ich gesagt. Du wolltest was anpflanzen, das ist korrekt. Aber was habe ich denn hier noch im Inventar? Mais habe ich noch eins. Tomate habe ich noch eins. Und von diesem anderen Biskin habe ich nichts. Biskin? Pisin? 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 So, dann nehme ich 20 von denen. Jetzt brauche ich ja nicht mehr. Jetzt muss ich ja eben. Warte mal, ich kaufe jetzt einfach, genau, davon einfach. Warte, 20, 40. 58. Woohoo, yes. 24 Stunden Stream. Nee, es ist eine größere Veränderung. Also wenn es passiert, dann ist es eine langfristige Veränderung, die hoffentlich schön sein wird. Ich glaube, Toffi kommt in die Pubertät. Ich meine. In die Pubertät, genau. Ja, alles klar. Toffi kriegt auf einmal ganz, ganz eine männliche Stimme. Das hat er ja sowieso noch nie gehabt. Ja, meine Stimme ist tiefer als deine. Ja, das ist auch so. Ja, ich habe halt eine hohe Stimme. Lass mich doch. Ich hab's mir so ausgesucht, weißt du? Damals in der Pubertät wurde ich gefragt, hättest du gerne eine tiefe Stimme? Ich hab gesagt, nö, lass mal. Ja, ich hab's akzeptiert. Und jetzt sieht's aus, aus mich geworden ist, ja. Er zieht um. Nein, ich ziehe auch nicht um. Das wäre krass, wenn du nach Berlin. Ich zieh nach Berlin, genau. Das wäre optimal. Berlin, wir fahren nach Berlin. Wäre optimal. Toffi wird Twitch-Partner und Vollzeitstreamer. Oh, schön wär's tatsächlich. Hä, wieso machst du nicht weiter? Warum machst du nicht weiter? Selbst mein Charakter möchte jetzt mehr wissen. Macht erstmal nicht weiter. Achso, der ist. Der streikt jetzt. Der streikt noch jetzt. Die Preise sind ihm zu hoch. Was, die Preise sind ihm zu hoch? Ja, die von den Samen. Inflation. Samen? Kann ich ist die essen? Ist etwas okay zu deinem Haus. Tatsächlich. Oh, aber ganz viel wieder. Ding. Kratzt wieder am Arsch. Ah, juckt das. Och Gott, Toffi. Sei mal nicht so. Du weißt doch, dass es besser geht. Die Pflanzen sehen etwas vertrocknet aus. Die muss ich gleich noch gießen. Keine Sorge. Erstmal wird gepflanzt und dann wird gegossen. Da pinkel ich drauf. Genau, so geht das. Er wandert aus. Ich bin ja schon quasi ausgewandert. Ich war ja schon mal in der Schweiz. Ich habe in der Schweiz gewohnt. Und jetzt mittlerweile lebe ich wieder in Deutschland. Also ich bin quasi schon einmal ausgewandert. Bin aber wieder zurückgezogen. It's Minzi, hallo. Jetzt ist nur die Frage, wie lang streamst du noch ungefähr? Tatsächlich gar nicht mal mehr so lange noch. Aber es wär schön, dass man sich mal gehört hat. Beziehungsweise gelesen hat in dem Fall. Ich freue mich über jeden, der hier sich verirrt. Ja. Und vor allen Dingen muss ich jetzt gleich mal wieder eine Quest machen. Ich verliere mich schon wieder in sowas. Ich wollte eigentlich Quests machen, Leute. Ich habe nur eine geschafft bisher. Das erste Mal seit Ewigkeiten. Habe ich schon wieder nichts gecheckt. Wobei, das mache ich eigentlich ständig. Warum machen Goofy und Donald nichts? Ja, stimmt, warum verfolgt mich eigentlich Donald? Goofy meine ich. Ach so, stimmt, aber. Ah, stimmt, ihn. Ich sowieso mal. Guck mal, der könnte mir sowieso mal folgen. Lass uns abhängen. Das ist ein Stalker. Weil genau wie die. Donald habe ich ja jetzt schon auf Full Level. Goofy aber noch nicht.
Habe ich jetzt die... Warte mal. Ja, mir fehlt noch ein Aquamarin, Leute. Noch ein einziges Aquamarin. Ah. Ich gehe mal kurz zur Marine und gebe dann Wasser aus. Hast du verstanden, Tuba? Dann hat man Aqua in der Marine. Ha, ha, ha. Hä, der war... Hey, das war ein richtig guter, handgemachter Witz, der sogar noch intelligent war. Also, ne? Ich fand den echt gut. Gib Remy unbedingt heute oder morgen die Sachen, sonst schaffst du das nicht mehr. Du brauchst du mindestens 3 Tage. Ja, das ist ja das Problem. Aber ich, ehrlich gesagt, ich habe die wichtigsten Sachen aus dem Pixar-Event habe ich schon. Ich muss die nicht 100% machen. Die wichtigsten Sachen habe ich schon. Aber Goofy und Donald machen tatsächlich schon was, Farthing Wild. Die laufen halt hinterher. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei Goofy... Ich glaube, bei dem geht es ums Angeln. Wenn ich jetzt was angle und Goofy ist bei mir, dann droppt er manchmal noch ein paar Fische zusätzlich. Oder Seetang oder sonst was. Creepy Stalker. Hast du schon mal jemals, bestimmt, oder? Ein Spiel Gebrauch gekauft? Ja, tatsächlich. Welches war das? Ich glaube, das war damals ein 3DS-Spiel. Ich glaube, das war Professor Layton. Mhm. Cool. Professor Layton. Soll ich erzählen, warum ich mich gefragt habe? Warum? Nämlich, weil ich letztens ein Spiel Gebrauch gekauft habe und auf dem Spiel noch Speicherdaten von dem vorigen Besitzer waren. Oh. Jetzt weiß ich deren Namen und wo die wohnen. Oh, Alter, dann gehst du ja richtig am Stalken, weißt du? Ja. Nur aus die Speicherdaten vor. Warte. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ich glaube, ein Junge, ein Mädchen. Ach so, okay. Das sind bestimmt 2, die haben keine Freunde und die wollen so sich Freunde erschleichen. Die Speicherdaten sind von vor 9 Jahren. Ich will da kein Knoblauch. Ich brauche doch nicht mehr viel. Wie viel Knoblauch brauche ich noch? 2, Alter. 2 Knoblauch. Die müssen doch irgendwo hier aufdroppen, Mann. Verdammte Axt. Du glaubst, die existieren nicht mehr, die beiden? Wenn es vor 2 Jahren. Aber ich glaube, die wohnen nicht mehr da, wo. Hä? 2 Jahre ist doch nix. 2? Hast du gesagt, was ich gehört habe? 9 Jahre, nicht 2. Ach, 9? Ich habe ja. Ja, aber auch 9 Jahre. Es gibt Leute, die ziehen nie in ihrem Leben um. Ja, okay, dann nicht. 9 Jahre ist halt viel, ne? Vor 9 Jahren, wo war ich da? Baby. Scheiß Knoblauch gibt's hier nicht. Vor 9 Jahren war ich Baby. Hä? Da warst du 9. Ja, da habe ich Baby geschaut. Ach, da, mit 9. Das war ein Spaß. Genau, Toda ist voll der Bibi-Fan. Das ist ja das Ding. Das war ein Spaß. So, warte mal, Aufgaben. Was habe ich sonst noch eigentlich für Aufgaben? Hier, Garnele muss ich noch fangen. Stimmt, das habe ich auch noch nicht hingekriegt. Sushi weiß ich noch nicht das Rezept. Meeresfrüchte, da war ja auch noch nicht das Rezept. Gehe zu Wally. Ja gut, dann gehen wir jetzt einfach zu Wally. Und dann machen wir die Wally-Quest. Wo ist er denn? Wo hängt er? Wo hängt denn jetzt nur dieser Roboter? Hä, wo ist er? Sag bloß, der schläft. Hä, der ist nicht da. Zur Not einfach nach Hause gehen. Ich hab's verstanden, Leute. Ich kenne das. Ach, da oben ist er. Ach, guck mal, da muss ich nur nach oben laufen. Hallo, Wally. Ich will deine Quest wissen. Vermisst du Bibi Toda? Und, vermisst du Baby? Oh, warte mal. Ich glaube, da ist Aquamarin. Oh, willst du mich verarschen? Ist jetzt was. Ah, oh, die brauche ich beide, die Sachen. Nein! Ich bin kotzen. Und Wally rennt auch weg. Guck mal, wie schnell der ist. Der flüchtet vor mir. Alter, Wally ist richtig speedy. Weg ist er. Geil. Ich wohne quasi mein Leben lang im selben Mehrfamilienhaus. Bin nur von unten nach oben gezogen. Der eigene Wohnsitz. Siehst du? Also es gibt durchaus auch Leute, die kein Interesse daran haben, ihre Wohnsituation zu verändern. Magst du eigentlich noch wissen, welches Spiel das war? Oder ja, kannst gerne raushauen. Animal Crossing Wild World. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, irgendwann mal... Auf dem DS. Und da ja, auf dem DS auf ganz legale Weise gespielt. Hießen halt 2 Bewohner halt nach 2 Namen und die Stadt hieß Berlin. Und ich hab die Speicherdaten hier. Ich hab die sogar mal angeschaut, war ganz cool. Die seltsame Maschine, die wir repariert haben, hat eine weitere
Erinnerung gefunden. Es ist eine Erinnerung an dich, wie du mit Ariel Dinge getauscht hast. Ihr erkanntet euch. Was? Alter, der hatte was mit Ariel. Was hast du denn mit Ariel? Ach, er. Wow, Wally. Ich wette, du willst mit ihr reden. Folge mir. Was haben die denn getauscht? Ja, vor allen Dingen, er ist ein Roboter und sie ist im Wasser. Wenn er ins Wasser geht, er rostet doch. Der rastet, der rostet. Ja, er rastet nicht, aber er rostet.